Dann kommen wir zurück zu unserem fünften Let's Play. Habe das gleich nach dem letzten Let's Play aufgenommen. Wir haben gerade Büffel gefunden. Büffel sind sehr gut, weil sie produzieren uns Kot. Kot ist sehr gut, weil er produziert uns Essen. Also mit Kot können wir dann im Endeffekt Essen produzieren. Und das ist ganz, ganz wichtig. Das ist Düngemittel. Gut, wir machen weiter. Wir sammeln noch ein paar Häufchen auf. So viele wir finden können. Wir brauchen vier, um, glaube ich, ein Feld zu bauen. Und wir brauchen für jeden unserer Dings, unserer Büsche, brauchen wir auch noch einen. So, wir können zwischendurch mal essen. Upsi. Ja, unsere geistige Gesundheit geht langsam den Berg runter. Und es fängt an zu regnen. Na toll. Können wir einen Regenschirm bauen? Nö, dazu haben wir zu wenig Blumen, aber fast nicht. Eine Blume bräuchte man noch für einen Regenschirm. Haben wir irgendwo Blumen gesehen? Ah, das ist ja super. Wie geht. Ah, geht's da weg? Schaut so groß und gefährlich aus. Ah, da hört es einfach auf. Ich sehe klar, dass ich dann durch den Weg nicht finde. Ah, da sind Blumen. Sehr gut. Der Regenschirm. In die Hand. Nicht mehr lange. Haben wir Zeit, dann müssen wir uns die Fackel in die Hand nehmen. Schauen wir mal. Wie schnell wir das heim schaffen. Ah, ich glaube, wir sollten es noch rechtzeitig schaffen ins Lager. Wenn wir da den Weg entlang gehen. Ich sehe zwar irgendwie nichts, aber wir werden das schon schaffen. Immer noch wichtig? Ja. Thanks for the protection from elements. Was? Hat er da von sich gegeben? Sehr gut. Sehr gut. Wir haben ein Feuer, wir haben was zu essen, wir haben Kot. Wundervoll. Irgendwie schön. Okay. Wir sind schon wieder auf Gesundheit 69. Das heißt, irgendwann mal erholen wir uns ja doch noch von diesen elenden Bienen. So. Jetzt aber. Ah, wir haben schon wieder Vollmond. Nicht immer Vollmond. Kann man das so sagen? Die Samen wenn wir jetzt noch aufheben. So, als erstes wieder zweimal düngen. Wir brauchen vier, damit wir, glaube ich, ein Feld bauen können. Eine Basic Farm. Yo. Haha, die sind so großartig. Wo bauen wir uns die hin? Da hier. Geben. Nicht drauf. Okay, wenn wir mal kochen. Könntest du aufhören zu regnen? Das ist echt widerlich. Ach ja, gut, meine geistige Gesundheit geht ein wenig bergauf. Warum geht die geistige Gesundheit bergauf? Mein Blumenhut ist ja aus. Naja gut, was soll's. Ja, was können wir an Tools bauen? Da können wir was Neues bauen. Pitchfork. Was auch immer das kann. Und einen Razor. Nein, können wir nicht. Müssen wir auch düngen? Weiß ich gar nicht. Schaut nicht so aus. Da sagt er zumindest nicht, dass ich sie düngen muss. Bei denen schon. Okay.
Okay, na gut. Es könnte vielleicht irgendwann mal aufhören zu regnen, das wäre nett. So, nein, wieder zurück zu unserem Düngerproduzenten. Ah, das ist jetzt doch etwas weit weg. Ich habe aber gesehen, dann Blödsinn falsch, da müssen wir drücken. Da unten müsste es noch ein Loch geben, wo wir reinhüpfen können. Oh, da gibt es auch noch eine Karotte. Und Blumen. Und Wespen. Oder was auch immer. Killerbienen. Hey, geht's weg. Ich mag keine Killerbienen. Ah, die kommen doch immer nach. Sag mal, geht's euch nicht gut? Keiner will euch was tun. Keiner will euch was tun. Ich gehe da drauf. Aha, Killerbienen. Klingt nicht gut. Killerbienen klingt sehr schlecht. Klingt böse. Keine Killerbienen. Der mag schon Killerbienen. Ah, Blumen. Blumen ist nicht gut. Blumen helfen uns für unsere geistige Gesundheit. Blumen gut. Killerbienen böse. Frösche, weiß ich nicht so genau, was ich von denen halten soll. Aber Killerbienen sind definitiv nicht gut. Blumen. Blumen, 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 Blumen. Blumen helfen. Ich brauche viele Blumen. Ah, ja. Blumenproduzenten. Blumenproduzenten. Los, macht mir mehr Blumen. Ach, es hat aufgehört zu regnen, danke. Achso, jetzt machen wir das da auch gleich. Twigs und so Zeug brauchen wir auch mal wieder. Sammeln nehmen wir auch mal. Jetzt können wir einen Hut bauen. Oder einen Strohhut oder so, das habe ich mal gesehen. Wir wollen eigentlich eine Blumengirlande. Und mehr von dem Dom. Köstlich. Oh, da ist auch was. Ha, wo hupft denn der hin? Das machen wir doch glatt. Ah, zuerst kommt das Gras noch. Ich bin mir nicht sicher, ob das gut für meine geistige Gesundheit ist, wenn ich da reinhüpfe in solche Sachen. That was not a sane thing to do. Was weißt du schon von sane? Oh, da. Naja, das macht es nicht wirklich besser. Um ehrlich zu sein, ist es noch weiter weg von meinem Heimatplatz. Na gut, aber wenn wir schon hier sind, können wir uns gleich hier umsehen und ein paar Blumen pflücken. Und einen Busch mitnehmen. Was, wenn ich das ausgrabe mal? Hey, mehr Büsche. Sehr gut. Und mehr Saplings. Ich möchte schon wieder Bienen. Das wäre nicht gut. Ich mag keine Bienen mehr. Vor allem keine Killerbienen. Mehr Blumen. Mehr davon. Ha, mehr Büsche. Gefällt mir nicht. Aber die Bienen schlafen hoffentlich schon. Ich weiß nicht, das klingt irgendwie nicht gesund. So. Auf nach Hause. Wir freuen uns über Blumen, die jederzeit auftauchen dürfen. Was ist das? Das nehmen wir auch mit. Ah, das sind rote Pilze. Rote Pilze brauche ich nicht. Ich bräuchte Pilze, die Gesundheit geben, aber rote Pilze kosten Gesundheit. Was ist das? Interessant. Was mag das sein?
Ist das auch ein roter Pilz? Ja, naja. Ach, besser ein Pilz im Rucksack als nicht. Diese Geräusche machen mich irgendwie fertig. Jetzt sind diese Bienen auch genauso wie ich. Hey, Blumen. Und so knapp ein Zeug bei uns zu Hause. Ich frage mich gerade, wie ich den Winter überleben soll ohne all dieses Zeug. Ah, sehr gut. Nein, das war jetzt dumm. Ärgerlich. Das wollte ich nicht machen. Ich glaube, da gibt es noch ein Kaninchenloch. Ah, schau an, die wachsen wirklich. Wo ist denn der jetzt hin? Oh, ist das tot? Schaut so aus. Na gut, Holz, wo habe ich Holz? Ich habe kein Holz. Habe ich Holz? Ich habe zumindest noch Twigs. Ich habe wirklich kein Holz mehr. Na gut. Ah, jetzt ist finster, jetzt ist finster. Oh, sehr finster sogar. Puh. Ja, gib's einfach da rein ins Feuer. Halt doch die Klappe. Nicht jetzt. Als ob das jemanden interessieren würde, ob du hier ein Problem mit der Finsternis hast. So, gut. Am Platz. So, was haben wir denn da noch alles, was wir da reinwerfen könnten? Das zum Beispiel. Ah, die Nacht ist schon vorbei. Na super. Gut. Dann machen wir Fertilize mal. Fertilize, Fertilize, Fertilize. So, der Dünger ist weg. Wir haben Hunger. Das heißt, wir werden noch was essen. Essen, essen, essen. Kochen, kochen. Und essen, essen. Karotte kochen wir auch. Und essen wir. So, diese Dinger hier kochen wir auch. Ich lebe von der Hand im Mund, oder wie? Was macht das eigentlich? Ach so, damit können wir Sachen ausgraben. Ha, vielleicht können wir uns da den Dings an den Teich mitnehmen. Ist das gut? Brauchen wir solche Teiche? So, wir brauchen mehr Essen, wir brauchen mehr Dünger, wir brauchen mehr Zeug. Ja. Wie soll ich das denn überleben, wenn ich so weitermache? So, irgendwie muss da einen besseren Weg geben. Und ständig da hin und her rennen. Das da könnte man vielleicht auch abbauen mal. Diese Wände. Damit wir zu Hause ein bisschen was Sichereres bauen können. Ich glaube, da war ich schon mal, weil hier gibt es Holzstümpfe, die im Weg rumliegen. Nehmen wir uns gerade mit. So, wo führt denn dieser Weg hin eigentlich? Wissen wir das? Ah ja, ich weiß, der führt darüber. Nein, da brauchen wir nicht rein. Wir wollten. Ah, warte mal, wir wollten jetzt mal schauen, ob das funktioniert mit der Pitchfork. Nein, offensichtlich nicht. Naja, wurscht. Die Schaufel wieder.
Ach, das wollte ich jetzt nicht, naja, zu spät. So, Schmetterlinge wären auch irgendwie nett. Ich bin mir sicher, dass die geistig gesund machen. Ja, ja, du brauchst nicht zu schauen. Ich will ja nur deinen Kacker haben. Ne, was ist das? Dirt Pile, naja. Und, was ist drinnen? Animal Tracks. Das gefällt mir nicht. Animal Tracks klingt nach Gefahr. Außer, es ist ein... Das wollte ich zwar jetzt auch nicht, aber es wurscht. So, wo sind denn da Dunghaufen? Das war's. Zwei? Ah nein, da noch. Mehr Dunghaufen, noch mehr Dunghaufen, Samen, vielleicht können wir dann noch ein Feld bauen. Wir haben wirklich schon einen großen, schönen Bart. Vielleicht sollten wir den mal abrasieren. Ich glaube, für den Winter ist das dann ganz gut. Ich glaube, da kann man einen Mantel oder so irgendwas bauen, habe ich irgendwo gesehen oder gehört. Nicht, dass ich jemals im Winter war, aber... Bis jetzt bin ich aus dem Frühling oder Herbst, je nachdem, was wir halt gerade haben. Haben wir Frühling oder Herbst? Schon recht friedlich eigentlich aus. Ich glaube, sie sind nicht ganz so friedlich. Sie könnten auch ganz böse werden. Ah, mehr Dunghaufen. Sehr gut. Nein, das brauchen wir nicht. Blumen wären vielleicht auch nicht schlecht, wenn wir noch ein paar finden würden. Ja, da sind noch Blumen. So, dann nehmen wir uns noch das, wo ist denn das, wo ist denn die Axt hin? Eine Axt, oh ja, 11% nur noch, na gut. Wo geht das hin? Oh, jetzt nichts. Ich hoffe, ach Mist, die Axt war vorher hin. Natürlich. So. Vielleicht nehmen wir das drauf mal wieder. Gut. Ja, wir könnten uns vielleicht noch ein zweites Feld bauen. Da wird eine Karotte draußen, das ist süß. Toll. Haben wir noch Samen? Irgendwo müssten wir doch Samen haben. Ja, da bauen wir gleich wieder mal an. Und wir haben jetzt auch Dung. Das heißt, wir könnten eigentlich noch so ein Feld bauen. So eine Basic Farm. Machen wir die mal in dem Grünen. Vielleicht ist das besser. Samen drauf. Kann es sein, dass das dort besser wächst. God, it's growing so slowly. Wem sagst du das? Dann machen wir mal kurz Feuer. Viel brauchen wir ja nicht. Das holen wir uns auch noch. Ah, da können wir auch was ernten. Nein, da, Gott, das ist so dämlich. Geh weg mit dem Ding. So, das ist unsere 12. Nacht bereits, oder unsere 11. Nacht, keine Ahnung. Auf jeden Fall, wir dürften noch diese Nacht überstehen.
unerwarteterweise. Obwohl, wir haben da jetzt keine Kaninchen mehr. Das heißt, wir werden relativ hungrig werden heute Nacht. Wir haben wirklich nichts zu essen. Außer ein paar Blumen und noch ein paar Seeds. Oh, wir sind so arm. Wir werden verhungern. Das Spiel hat ja doch seinen Namen zurecht verdient. Na gut, ich werde auf jeden Fall jetzt wieder Schluss machen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Schlaft gut und träumt was Schönes. Vielleicht überleben wir es bis in den Sommer.